Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja, zum neuen Odin war shoppen. Den PC habe ich jetzt schon bestellt. Der müsste dann, das Geld müsste jetzt morgen ankommen. Und denke mal, vielleicht habe ich einen Freitag, Samstag. Ich glaube aber erst einen Montag oder so. Kommt mit UPS. Und dafür haben wir jetzt hier noch ein paar Bestellungen gemacht, damit wir vorbereitet sind, wenn der PC kommt. Wir fangen erstmal an mit dem großen Karton, dass hier so ein bisschen Platz ist. Da ist auch nur eine Sache drin. So. Dann kann der auch weg. Zack. Da habe ich mir ein Verlängerungskabel geholt, beziehungsweise eine Steckdosenleiste. Aber in dem PC steckt Geld. Viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Also für mich ist das extrem viel Geld. Und ich möchte gerne schützen. Und jetzt habe ich mir hier so eine Energie, also so eine Überspannungssteckdose geholt. Den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Die sieht auch sehr gut verarbeitet aus, aus Metall. Na, was haben wir denn da? Na, hier bin ich aber nicht zufrieden mit. Also die geht auf jeden Fall nochmal zurück. Weil die hat da... Da klebt irgendwas dran, ne? Irgendwie Löt oder so. Und hier oben... Da. Schon angeplatzt. Angebrochen. Also werden wir sie als am besten mal nicht auspacken. Weil das ist mir zu heikel. Also das ist auf jeden Fall, sieht aus wie so ein Kratzer. Das fotografiere ich. Das geht dann zu Amazon. Ich werde mir sowieso davon noch 3 Stück bestellen. Demnächst dann irgendwann nach und nach mal. Ich weiß nicht, ob ich die dann separat im Video mache oder keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht wann. Für hinterm Fernsehen. Dass da dann auch alles... Oh, Katze. Dass da auch alles auf der sicheren Seite ist. Aber da suche ich noch eine von diesen Überspannungssteckdosen, wo, ja, weil ich weiß noch nicht, wie ich es mache, weil ich habe es ja mit Funksteckdose. Und den Fernseher möchte ich gerne auch hier dran haben, dass man das vielleicht irgendwie in Reihe schaltet oder so. Wenn der Fernseher an ist, geht das an, geht der Fernseher aus, sind die anderen aus oder so. Da muss ich mal gucken. So. Machen wir mal das nächste. So, das und das. Dann habe ich mir einmal so ein, ist auch so Klebeband mit bei, kann man auch aufkleben. Für einen PC, also für einen PC-Tisch. So eine Auflage ist das praktisch, wenn ich am PC sitze, dass ich da meine und schreibe. Da kann ich dann meine Hände drauf ablehnen. Und einmal noch für vor der Maus. Hier ist hier noch so ein extra Teil drin, was ich dann halt vor der Maus habe. Da, ja, ich hoffe dadurch, dass die Hände dadurch nicht so wehtun. Und das hat, was hatte die kostet? 10 Euro oder so. Da habe ich gedacht, bestellst du mal mit, ist vielleicht sicherer. Dann habe ich eine 1 Terabyte Western Digital MyBook bestellt, so wie meine, die ich an der PlayStation habe, bloß halt ein Stück kleiner. Die ist aber nicht für mich, die ist für meine Mutter. Die braucht halt eine Backup-Festplatte, wo sie halt, ja, Dokumente, Fotos von Enkelkinder und von, was weiß ich, irgendwas sichern kann. Und dafür habe ich die gekauft. Die können wir ja mal aufmachen. Mal gucken, wo die... Achso, hier ist auch noch rangeklebt. So. Die ist wirklich klein und schnucklig. Und ich hatte erst überlegt, eine No-Name-Platte zu holen für 46 oder 48, was die kostet. Also hat so, sagen wir mal, im Schnitt zwischen 46 und 49 gekostet. Und dann hatten sie aber die von 72 oder 79 runtersetzt. Und da habe ich mit der PlayStation sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, klein, schnucklig. Oh, die ist süß. Die bestellen wir. Ja. Und die habe ich dann für meine Mutter bestellt. Die, hier ist dann auch noch so ein USB-Kabel logischerweise mit bei. Die funktioniert ohne Steckdose.
können wir das auch wieder zumachen und hier wieder reinmachen. Die bringe ich dann meiner Mutter morgen vorbei, wenn wir den Pool aufbauen. Na komm. So. Ach. So. Dann habe ich noch was bestellt. Dann kann das hier erstmal weg. Da war auch halt, wie gesagt, nur diese Kissen drinne und die Festplatte und dafür so ein riesen Karton. Kann das auch weg. Und dann habe ich, eins ist auch nicht drin, ich habe mir noch so einen schnellen USB-Stick bestellt, den werde ich euch unten runter verlinken, der kommt aber erst nächste Woche. Aber ich will das halt alles schon abgearbeitet haben. Ich glaube, die Steckdose werde ich doch behalten. Nochmal rumschicken. Oh. Mal gucken, bin mir noch nicht sicher. Jedenfalls, der kommt dann nächste Woche. Da werde ich dann mit meinem Brother kleinen, also ich habe doch vom Brother so einen kleinen Drucker. Da werde ich dann halt Win 10 mehr ausdrucken, das kommt da dann rauf. Und dann kommt da das Betriebssystem drauf und dann kommt der in den Schrank, wo er weg, wo in Sicherheit ist. Und wenn mal was ist, einfach raus, wieder rein, bumm, Betriebssystem wird installiert, fertig ist. Also ich brenne mir da nichts auf CD von Windows, irgendwie ein Backup oder so. Ich mache das alles auf dem Stick. Und beim, so, dann für meine Mutter noch eine, ja, SanDisk 32 GB waren das, glaube ich. Ja. 32 GB SD-Karte mitbestellt. Ich wollte eigentlich eher eine 16 GB. Meine Mutter hat jetzt eine 2 GB drin. Oder ein bisschen, naja, 1, noch was. Ja, viel mehr ist das nicht. Und für die ganzen Backups und was weiß ich, auf dem Handy und so. Und die macht ja auch 4 Fotos von ihrem Hund und von den Enkelkindern und. Und da braucht die halt einen größeren Speicher. Und deswegen 16 GB eigentlich. Aber die 16 GB hat gerade mal 1 € noch was, knapp 2 Euro weniger gekostet als die 32 GB. Da habe ich gedacht, scheiße, ja, da scheiß was auf die 2 Euro, doppelten Speicher, nehmen wir 32. Deswegen 32 GB. Dann habe ich mir nochmal, das ist ein ganz billiges ja, Ansteckmikrofon, das nehme ich jetzt auch gerade, wenn man die Kamera gut runterregelt, weil das ist, die Kamera ist so, wenn das Mikrofon nicht aufnimmt, pegelt die immer hoch. Muss da halt einstellen, nicht hochpegeln, lass mal so, weil deswegen ist bei den alten Videos früher immer, ist das, wenn ich nichts gesagt habe, hat die sehr meinen Schnaufen aufgenommen, weil das Mikrofon immer hochpegelt und jetzt ist es halt besser geworden, glaube ich, hoffe ich doch. Und meins ist okay, aber ich weiß, wie schnell das kaputt gehen kann. Also wenn man mal falsch drauf tritt oder wenn es irgendwo ranbammelt, bei meinem alten ist es da oben. Das, was ich euch jetzt zeige, das hier. Das ist bei meinem alten abgegangen und dann kam das Mikrofon halb oben raus und dann hat auch der Clip nicht mehr funktioniert und so. Und wenn ich kein Ansteckmikrofon habe, kann ich nur mit dem internen Mikrofon von der Kamera arbeiten. Ist natürlich nicht so eine gute Qualität. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, für kostet normalerweise 3 Euro noch was und da war ein Händler da für 1,50 oder so. Ach, holst du halt so ein Ansteckmikrofon von König, ist das? Ja, da. Von König holst du einfach noch mal dazu, weil ich bin mit der Qualität zufrieden und ist preiswert. Ja, reicht für meine Zwecke eigentlich aus. Irgendwann vielleicht auch mal was Hochwertigeres holen, aber na, momentan geht es bei mir, ja, geht schnell bei mir kaputt, weil ich bin halt ein kleiner Schüssel und da reicht es dann halt locker aus. Und dann packe ich mir in mein Fach da oben rein und da bleibt es dann drin. Und wenn dann damit mal ist, weiß ich, ich habe sofort ein anderes Mikrofon, werde dann in der nächsten Zeit dann halt wieder eins bestellen, dass ich immer eins auf Reserve habe. So, das ist das. Dann habe ich noch USB-Sticks bestellt, 16 GB, für zu Hause, also für das Auto, wo ich meine Musik dann so drauf machen kann, weil ich brenne mir da auch nichts mehr, ich lasse das alles auf Stick laufen und so. Und dann kannst du so. Und beim Suchen, ich wollte eigentlich nur ein, zwei Sticks noch dazu bestellen für das Autoradio. Aber weil ich ja hier auf eine bestimmte Summe kam und es Amazon, nicht Amazon Prime, da gibt es noch sowas, Amazon noch irgendwas, Amazon Deal, Amazon noch irgendwas. Da kannst du erst bestellen, wenn du einen bestimmten Warenwert hast und was in deinem Warenkorb halt mit einem bestimmten Warenwert drin ist. Und da habe ich dann von Intenso, da habe ich auch, jetzt nicht so eine bekannte Firma, denke ich mal, Intenso. Da habe ich, wo eigentlich, im Flur. Im Flur habe ich da eine 2 TB Festplatte von Intenso. Da ist eine
Ich glaube, eine Seagate sogar oder so drinne oder eine Samsung. Ich glaube, eine Seagate ist da drinne. Und bin damit eigentlich sehr zufrieden von der Qualität her. Und für das Auto muss es auch nicht so schnell sein. Steht aber drauf, USB 3.0, Super Speed, zehnfach schneller und halt USB 3.0 und 16 GB. Und dann für den Preis, was habe ich bezahlt? 4,99, nee, 5,99. 5,99. Also so alles habe ich, was nicht, dass einer denkt, ey, der kriegt jetzt von Intenso hier fett die Kohle, dass er hier sagt, hier, Intenso ist toll und ich habe mir davon viele Sachen gekauft. Nee, alles selber gekauft. Ja, also hier sind mehrere mit bei. Da sind fünf für mich, fünf für meinen Bruder mit bei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 mal 16 GB. Ich gucke da gleich mal nach. Ich versuche die gerade mal so ein bisschen aufzureihen, damit ich euch das zeigen kann. Das sind 10 Stück. Und davon kriegt, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 kriegt mein Bruder. Die packe ich hier mit dazu bei meiner Mutter bei ihrem Zeug. Das nehme ich dann morgen mit. Weil mein Bruder pennt momentan bei meiner Mutter, wenn er mal da ist. Der ist LKW-Fahrer, der ist halt sowieso nur Wochenende da. Und ja, deswegen nehme ich das da mit, dann kriegt der das da. So. Und hier, wie gesagt, kann man das irgendwie so in, wartet mal, ich versuche das mal irgendwie so zu machen, dass man vielleicht, ja, sieht man halt scheiße. Dann müssen wir so machen. Und halt 5 Stück für mich. Können wir weg, können wir das weg. Und ja, wie gesagt, da werde ich dann da. Auf der anderen Seite steht dann halt nichts drauf, denke ich mal. Da ist auch, der ist auch schön breit, da passt auch was dran. Ich kann auch da ihr Bamsel ranmachen, damit ich mir den irgendwie, damit ich den am Schlüsselbund machen kann oder was weiß ich. Für Sound, Musik, Daten, Foto, Videos, 2 Jahre Garantie und bla bla bla. Da steht auch nochmal Speed. Und da werde ich auf der anderen Seite, werde ich dann auch mit dem Dymo, also mit dem kleinen Labeldrucker, nicht Dymo, nicht hier, Brother, noch irgendwas, habe ich mal ein Video gemacht, müsst ihr gucken, werde ich da dann drauf drucken, was drauf ist. Also da werde ich mir verschiedene Sticks machen. Einen werde ich für meine Frau machen, da wo 80er, 90er so Musik drauf ist, was ich noch von da habe, meine CDs rüber machen. Dann einen werde ich mein Zeug machen, Troopers, Tox Park, einen werde ich für Freiwild nehmen, einen werde ich für Onkels nehmen. Ja, da schreibe ich dann halt Onkels drauf, beim anderen Freiwild, weil die haben ja auch schon genug Zeug. Und dann hier Troopers, Tox Park, Broilers, Störtepriester, hier Nemesis, die Band bei mir aus dem, also aus dem Nachbarort. Das passt alles locker auf ihn. Und da habe ich das dann schön beschriftet, liegt dann im Handschuhfach drin und oder ich nehme es dann halt je nachdem mit runter. Muss ja aufpassen. Mir wurde ja schon mal ein Auto geklaut, also ich lasse das alles oben und dann die dann einfach, hab dann so eine kleine Tasche, werde ich mir wieder machen wie früher. So wie hier. Hoppala. Das ist meine Campingtasche, ja, die ist isoliert und da habe ich noch eine kleine, die halt keine Campingtasche ist, die nicht isoliert ist und da habe ich so das Nötigste drinne, die liegt jetzt im Flur. Da werde ich das nicht im Handschuhfach lassen, das kommt dann in die Tasche, dass ich das immer mit runternehme. Da ist dann, was ist da drinne? Ja, so Sonnenbrille und so das Nötigste, ein paar Taschentücher, was man immer so braucht und da kommt das dann mit drin. Und 2 CDs sind glaube ich noch mit drin und da kommen die Sticks dann mit drin, dass ich da dann wirklich ausgesorgt habe und nicht, dass wenn man die klaut, das sind die Sticks wieder weg. Es sind zwar jetzt nicht so teuer, 5,99 €, aber Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. So, das soll es jetzt soweit dazu gewesen sein. Sobald der PC von meinem Factory jetzt hier ist, ich warte jetzt wie gesagt nur noch auf die Bestätigung, dass das Geld dort eingegangen ist. Das habe ich gestern um 17 Uhr von der VR-Bank überwiesen. Die sind bei der Commerzbank. Das müsste dann rein theoretisch morgen da sein, hoffe ich doch. Dann machen die den PC fertig. Dann schicken die den mit UPS. Da musste ich jetzt auch nochmal 10,90 € mehr bezahlen, weil es mit UPS rausgeht. Jo.
Ich habe da nochmal angefragt, um mich da rechtlich abzusichern, kann ich euch auch mal erklären, ob das möglich wäre, dass ich das Logo von Mind Factory für die Thumbnails benutzen kann, weil ist ja ihr Logo und dann will ich mich halt absichern. Also nicht, dass ich davon Geld kriege von Mind Factory oder dass ich den PC gratis gekriegt habe. Nein, ich zahle genau das für den PC, was jeder andere, für der den gleichen PC sich zusammenstellen lässt, auch bezahlt. Aber ich will mich halt absichern, weil ich möchte halt, wenn ich eine Thumbnail mache, ich kann ruhig jeder sehen, ich habe es bei Mind Factory gekauft, habe das da zusammengestellt mit Rudi zusammen. Da erstmal fettes Danke an Rudi. Möchte ich halt auch, dass der Logo drin ist und um dann mich abzusichern, habe ich gedacht, ne, sicher ist sicher. Und habe ich das halt angefragt und die haben mir auch eine Datei geschickt mit dem Logo, was ich benutzen darf. Habe auch schon die Thumbnails fertig. Ich werde auch kein Bild vom PC machen, einfach nur Mind Factory und dann die Thumbnail, weil der Tower. Vielleicht gucke ich auch nochmal nach einem Bild vom Tower oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe erstmal grundsätzlich erstmal so vor, aber ich die macht. Jo, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich muss dann noch jetzt Videos von Cody machen. Das werde ich aber heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich würde mich dann hier verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Ich bin dann mal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.